Ja, herzlich willkommen hier in Neuried. Wir sind hier auf dem Weg zwischen Neuried und Planegg an der Kiesgrube. Und hinter mir befinden sich einige Pfützen. Der Boden wurde durch die Geräte verdichtet und dann hat es geregnet. Und diese Pfützen, die bleiben auch längere Zeit hier. Und da gibt es eine Überraschung für euch, die zeige ich euch jetzt. Gehen wir mal hier runter und schauen wir mal, was wir hier finden. Ja, und hier sehen wir auch schon, wie sich was bewegt hat. Ja, das war eine kleine helle Kaulquappe. Daneben sehen wir eben eine dunkle Kaulquappe. Das ist die schwarze Kaulquappe, das ist die Erdkröte. Sie ist schon mitten in der Metamorphose. Sie wird jetzt sozusagen bald die Kröte werden. Und hier sehen wir eben ein weiteres Exemplar dieser hellen Kaulquappe. Hier schon mit Füßen. Der Schwanz ist schon zurückentwickelt. Also es ist jetzt schon fast keine Kaulquappe mehr. Auch mit Warzen auf dem Rücken. Somit ist es eine Kröte. Und mit diesem grünen Tarnnetz, dann kann es keine Erdkröte sein. Das ist eine Wechselkröte. Und diese Wechselkröte hat eben einen sehr hellen Bauch und da war ich schon überrascht, dass ich sie hier finden durfte. Die Wechselkröte ist insgesamt heller, also diese hellen Kaulquappen, die hat man auch überall noch gesehen in der Pfütze. Es waren mehrere Exemplare im Gegensatz zu dieser dunklen Erdkröten-Kaulquappe hier mit einem kleinen Kupferstich. Ja, die Wechselkröte, die ist mir schon früher begegnet, als ich als 15-Jähriger in einer Naturschutzgruppe war vom Deutschen Bund für Vogelschutz, der jetzt die NABU geworden ist. Wir haben damals einen Amphibienausgang gemacht und da haben wir diese Kröte gefunden mit diesem grünen Tarnkleid und den roten Punkten, wirklich ein großes Exemplar. Und wir waren alle ganz erstaunt, sowas haben wir noch nie gesehen gehabt. Und der Naturschutzjugendleiter ist dann nach Hause gerannt und hat ihm sein Buch geholt. Und da haben wir eben festgestellt, dass wir eine Wechselkröte gefunden haben. Hier eben mein Buch aus der Teenagerzeit, aufgelegt 86, also schon ein altes Buch mit dem Titelbild einer Wechselkröte. Ja, und hier in Neuried war sie eben noch ganz klein. Diese grüne Färbung ist noch nicht richtig ausgeprägt. Und hier hüpfen eben mehrere Exemplare herum. Also das ist am 17. September war das. Und hier sehen wir diese langen Hinterbeine, die eben diese Kröte vorantreiben können. Sie kann gut schwimmen, sie kann auch gut klettern. Also insgesamt ist sie sehr beweglich. Die Wechselkröte ist in Bayern vom Aussterben bedroht, kommt hier aber noch im Münchner Großraum in den Kiesgruben vor, weil sie es gerne warm mag. Sie kommt ursprünglich aus den asiatischen Steppengebieten und wir sind hier wirklich im westlichen Ausbreitungsgebiet. Ja, das war meine Überraschung der Woche und vielleicht gibt es bald wieder eine neue Überraschung. Tschüss!